herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gasthaus zum rollenden Würfel. Ich bin Lysander von Federkiel, wie ihr alle wisst. Und Heiko hat mich gebeten oder darauf angesprochen, ob ich nicht mal ein Special machen könnte über Stimme, Schauspiel, wie kann ich einen Charakter anlegen, damit das Spiel einfach noch in der Runde vielleicht atmosphärischer wird. Wir versuchen ja immer, so einen Hörspielcharakter aus unseren Folgen zu machen. Und ich habe mir dann ein paar Gedanken dazu gemacht, wie ich euch da irgendwie vielleicht ein paar Tipps geben könnte. Weil der eine oder andere von euch spielt bestimmt schon mit irgendwelchen exotischen Stimmen und die Meister wechseln die Charaktere, wie auch Heiko. Er hat ja, glaube ich, in Nostria erhebt sich, ich habe es nicht gezählt, aber 30 bis 50 Charaktere gespielt mit verschiedenen Stimmen. Und hat er super gemacht. Also wenn ihr Inspiration braucht, guckt euch einfach unsere Kampagne nochmal an. Es sind ja jetzt 40 Folgen, das Finale ist durch. Also habt ein bisschen was zu gucken. Und Heiko hat das wirklich gut gemacht. Und ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Punkte, die ich abarbeiten möchte mit euch. Aber da ich ja nur die männliche Seite abdecken kann, stimmlich, ich kann natürlich, werde ich auch mal versuchen, eine Frau zu sprechen, kann ich natürlich nicht die weibliche Stimmseite so richtig abdecken. Und deshalb habe ich mir dafür stimmkräftige Unterstützung geholt. Begrüßt mit mir die bekannteste und beliebteste Synchronsprecherin Deutschlands. Eine wunderbare Kollegin und ein toller Mensch. Und außerdem, wen hast du gesprochen? Marjorie Tyrell in Game of Thrones. Begrüßt mit mir ganz herzlich Marieke Oeffinger. So. Na, bist du zufrieden mit deinem Intro? Ja, total. Gut. Ja, Marieke, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Das hat ja auch ganz spontan geklappt jetzt. Es hat super spontan geklappt und danke für die tolle Intro. Ja, ja Ehre, wenn Ehre gebührt. Ne? Es gibt vielleicht noch ein, zwei andere Kolleginnen, die auch sehr cool sind. Ja, gut, aber die sind ja jetzt nicht hier. Deswegen, die sind nicht hier. So, also ja. Das ist jetzt gesetzt. Ja. So, ich hab Marieke gestern ganz spontan überfallen, am Abend noch, ob sie mir vielleicht helfen kann mit dem weiblichen Part der Stimmen. Weil ich kann ja nicht eine Frau spielen, die ein Mann spricht, das kriege ich irgendwie schlecht hin. Also. Ja, also bei dir würde es sehr authentisch klingen. Stimmt. Vielleicht mal. Danke, es war schön, dass du da warst. Ja, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, ne? Ja. Habe ich dir gestern auch mal geschickt. Genau. Ich dachte, wir sprechen einfach erstmal prinzipiell über Stimme und wie man mit der Stimme spielen kann. Für Leute, die jetzt da jetzt gar keine Ahnung haben und vielleicht noch nicht so viel rumgespielt haben in ihrem Leben. Ja. Ich bin ja so Kassettenkind und mit 3 Fragezeichen aufgewachsen und habe auch immer so Sachen nachgesprochen. Hast du das auch gemacht? Ja, ich habe auch irgendwann mit meiner Schwester angefangen, dann selber irgendwelche Sachen auf Kassette aufzunehmen, damals noch mit Kassette, und dann aufnehmen und zurückspulen und drüber eine Aufnahme machen. Ja, total. Und ich glaube, das ist ein total schöner Ansatz auch, weil gerade so Kassette, jetzt nicht Video, sondern wirklich nur Audio, die Fantasie halt krass anregt. Mhm. Also du stellst dir jemanden vor, wenn du eine Stimme hörst, hast du ein Bild zu der Figur, 3 Fragezeichen, was auch immer, Bibi Blocksberg war es bei mir mehr. hab ich nie gehört. das heißt, du hast jemanden vom Mikro gehabt, der es geschafft hat, ein Bild in deinem Kopf zu kreieren. Das funktioniert aber andersrum genauso. Also wenn ich eine Rolle anlege oder eine Figur habe, stelle ich mir die erst bildlich sehr, versuche ich sie so präzise wie möglich erst in meinem Kopf zu haben und ihr dann eine Stimme zu geben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp zu sagen, gerade wenn man so viel hat. Also ich gestehe, ich kenne mich mit Rollenspielen überhaupt nicht aus. aber im Endeffekt machen wir im Schauspiel und beim Synchron und im Theater ja auch nicht so viel andere Sachen. Also wir erschaffen ja auch eine fiktive Welt, wie ihr das ja auch tut. Ja. Und von daher, glaube ich, sind die Ansätze eigentlich die gleichen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon sehr ähnlich. Ich habe dir ja vorhin ein bisschen was über das schwarze Auge erklärt, beziehungsweise über Rollenspiel, Pen and Paper, was wir so machen. Aber das ist ja auch nicht notwendig, das genau jetzt zu kennen. Es geht ja heute um Stimme und Charakterspiel. Genau. Da bist du ja Profi. du hast gerade gesagt, ein Bild vom Charakter im Kopf haben. Ja. Das ist ja auch, was die Spieler machen, wenn sie ihren Charakter erstellen. Die sind ja zu Hause, haben das Regelwerk, kommt irgendwann dann dazu, wo es dann ums Punkte verteilen geht. Aber erstmal, was ich auch mache, ich denke mir meine Hintergrundgeschichte aus für den Charakter.
Da steht dann auch drin natürlich, der ist jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt ein Krieger ist, der ist sehr muskulös, groß, stark natürlich. Ist ja, ja logisch für einen Krieger, Söldner, dass der diese Attribute hat. Mhm. Und den stelle ich mir natürlich immer, ja, eigentlich wie einen großen, starken Mann eben schon vor. Mhm. Und dem gebe ich automatisch im Kopf schon halt eine tiefere, kräftige, gesetzte Stimme irgendwie. Genau. Und der wird jetzt nicht, ja, hallo, ich bin der Söldner XY, sprechen. Das ja geht zwar auch, aber es ist halt dann irgendwie eine bisschen witzig. Ne? Also du sagst auch, du erschaffst eine Geschichte vorher. Das hat ja auch was damit zu tun. Also dieser Söldner muss trainiert haben. Das heißt, er kämpft, er ist sehr, sehr körperlich. Und in dem Moment rutscht eine Stimme automatisch in den Körper. Also die bleibt nicht hier oben. Mhm. Diese Figuren, du hast auch erwähnt gehabt in unserem Vorgespräch, man kann es nutzen für eine Charakteristik. Aber es macht die Rolle in dem Sinne vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, weil eine hohe Stimme immer verbunden wird mit, ich bin sehr kopfig, also ich denke viel und ich bin irgendwie vielleicht nicht körperlich auf jeden Fall. Hm. Jeder, der körperlich arbeitet, der auch mal kämpft, wo du sagst, du balgst dich, du kriegst auch Schläge in den Bauch, du weißt, du musst im Körper sein. Automatisch geht die ganze Atmung und die ganze Stimme auch in den Körper. Also von daher wirst du immer Leute haben, die eher brummiger oder tiefer oder wie gesagt, einfach körperlicher sind. Wenn wir jetzt dagegen einen kleinen Gnom, der irgendwie so, weiß ich nicht, ein Meter oder ja, kleiner groß ist, der wird wahrscheinlich eine höhere Stimme haben. Auch wir sind ja die Stimmtippen sind ja auch anders, ne? Die sind ja kürzer dann. Genau. Dadurch sind die, glaube ja ich, auch automatisch vom Klang her höher. Ja. Hm? Und auch so von der Charakteristik, die halt immer eher so durch die Gegend wuseln und ich muss da was und da finde ich noch was. Und, die ja eher so ein bisschen skurril und auch allein durch die andere gebaute Körper schon viel, ja, skurriler einfach sind. Ja, ja, also sich ein Bild von der Figur machen, wie sieht der Typ oder die Frau aus, ja, wie ist die Körperlichkeit, und du hast jetzt gesagt, oben sehr im Kopf sein, ich kenne das ja auch vom Schauspiel, die Resonanzräume, ja. Bei Frauen ist es ja oft so, also im Alltag kennen wir das ja, dass die Stimme oft so abgekniffen wird, ab Kehle runter, mhm, dass die Frauen eben nur da oben sprechen und deswegen so unsicher vielleicht auftreten, ja, oder wirken. Und einfach die unteren Resonanzräume komplett außen vor halten. Ja, das ist leider, muss ich sagen, fast schon ein gesellschaftliches Problem, dass die Frauen halt, dass ihnen nicht erlaubt wird, quasi alles zu nutzen. Es kommt aus einer Evolutionsgeschichte, wie auch immer, also gesellschaftlichen Evolution, dass man so nicht so an seine Emotionen ran will. Weil es dann auch immer heißt, heul nicht und solche Sachen, du musst funktionieren und sowas. Und funktioniert halt über den Kopf und nicht über die Gefühle. Und deswegen bleiben ganz viele auch mit der Atmung hier oben zum Beispiel. Frauen atmen ganz häufig nur so oberer Brustbereich. Weil in dem Moment, wo du auch tiefer atmest und die Atmung nach unten ziehst und richtig schön den Bauch nutzt, ist auch da, wäre die Stimme freier und tiefer wieder. Aber es ist natürlich ein Charakteristikum, was einem geläufig ist, dass Frauen eher etwas kopfiger, wie du sagst, abgeklemmter klingen. Und davon, daher, wenn du das so einsetzt, erzeugst du beim Zuhörer oder bei deinen Mitspielern natürlich genau das. Es ist ein bekanntes Stimmcharakteristikum. Damit kann man ja dann auch spielen. Genau. Wenn du genau so einen Charakter spielen willst, dann weißt du genau, Super, ich klemm das ab. Und dann ich atme auch nur hier oben. Mhm. Immer schön nur bis dahin atmen und nicht... muss man aufpassen, dass man mal umfällt, weil man keinen Sauerstoff mehr kriegt. Wenn du so einen ganzen Abend lang spielst, dann wird es irgendwann schwierig. Du hast gesagt, die Emotionalität oder dass man auch, ich habe das jetzt dran gedacht, hat man auch mal gesagt, dass man sich richtig in die Rolle auch reingeben muss. Das finde ich beim Rollenspiel, wie das dann so am Tisch, also ich habe das, als ich 12 war, habe ich ja mit schwarzen Augen mal angefangen. Mhm. Und da weiß ich, haben wir halt oft gesagt, ja, ich gehe da rüber, ich sag dem Wirt, gib mal ein Brot oder gib mir mal ein Bier, ja, aber ich gehe nicht hin und sage, Wirt, gib mal ein Bier. Irgendwie. Ja. Weil ich mich als Kind es vielleicht auch nicht getraut hätte, weiß ich nicht, aber das ist ein Gedanke, den ich immer wieder habe, wenn es darum geht, mit anderen Stimmen zu sprechen oder sich da halt, also ich glaube, es hat viel mit sich trauen zu tun, dass ich sage, ich spreche jetzt mal so, ja, komm, gib mir mal den kleinen Krug darüber. Ja. So, ja, das traut sich vielleicht nicht jeder. Hm? Ja. Und Das in so einer Gruppe, da kennen sich die Leute ja eigentlich und da kann man sich ja auch frei fühlen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem bei dem einen oder anderen ist, dass du da sagst, hey, komm, das ist mir unangenehm, wenn ich jetzt irgendwie eine ganz seltsame Stimme mache. Wie ist da deine Erfahrung? Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist erstmal
wie du sagst, man so diesen kurzen Moment, dass man sich traut. Ich glaube, wenn man das erste Mal Erfahrung gemacht hat, dass das funktioniert und dass das total Spaß machen kann, weil ich meine, wir haben das Glück, das zu unserem Beruf gemacht zu haben, dass wir jeden Tag spielen dürfen, dass wir uns dauernd in andere Figuren, Charaktere, im Zeichentrick sogar auch noch richtig abgedrehte manchmal reinschmeißen dürfen. Wir sind doch Geschwister. Weißt du, bei Space Chickens in Space. Ja. Ich bin Chuck. Und wer bist du? Starly. Die verrückten Astro-Gucken. Sprichst du da? Also die ist schon so. Also hör mal, weil die ja auch so immer besserwisserisch ist. Sie sagt, Chuck, pass auf, also wir müssen das und das machen. Und wir müssen den Planeten retten. Und ich habe immer so, Chuck, ja, komm, ja, wir müssen darüber. Ich weiß. Nee, wir müssen doch endlich dahin gehen. Nein, mein Gott. So in der Richtung. Ne? Stimmt, du bist tatsächlich auch einer, der diese Küken-Charakteristik noch sehr stark auch hat. Das hat Starly eigentlich. Entweder ist sie super meditativ und Weltfrieden und sonst was, oder halt, wir müssen den Planeten vernichten! Das sind so ihre beiden Extreme. Chuck legt immer ein Ei, wenn er sich erschreckt. Stimmt. Ich weiß aber gar nicht, wo die Serie kommt. Kommt die irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Mensch, es wird einfach viel zu viel produziert gerade. Ne? Ja, aber dadurch sind wir halt, sagen wir mal, trainiert, uns einfach mit Spaß voll in was reinfallen lassen zu können. Und ich glaube, Menschen haben vielleicht ab und zu, wenn du so jeden Tag in deinem Trott, in deiner Identität bleibst, ist es vielleicht auch einfach nur ungewohnt zu sagen, ich springe jetzt in was komplett anderes und ich traue mich einfach mal, die gesamte Realität einfach außen vor zu lassen und eine andere Realität zu akzeptieren. Mhm. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, wenn ihr am Tisch sitzt, dass dir die Körperlichkeit natürlich ein bisschen fehlt. Also zu sagen, ich sag dir jetzt mal, ich möchte ein Bier, anstatt zu sagen, hey, lass mal ein Bier rüberwachsen. Weil du einfach nicht hingehst, also du bleibst ein bisschen statischer. Aber das ist egal, davon muss man sich nicht abhalten lassen. Sondern einfach zu sagen, stell es dir vor. Stell dir vor, du hast ein komplettes Universum in deinem Kopf. Mach einfach. Und du hast mir es auch gesagt, um es einfach auch lebendiger und atmosphärischer zu kriegen. Und du inspirierst dich ja auch dadurch gegenseitig. Ja. Also in dem Moment, wo du jemand sagst, hey, du, was willst du denn? Ja, ich will hier. Ja, steh mir nicht im Weg rum. Oder automatisch funktioniert das Spiel zwischen den Leuten auch besser. Und das funktioniert besser, wenn du es mit der Sprache machst. Ja. Sehr schön. Wir hatten vorhin auch, was ich eben dachte, man muss sich Raum nehmen, irgendwie, finde ich. Denn man darf sich den Raum auch nehmen. Das finde ich in so einer Runde. Also wir beim Gasthaus, wir haben ja das Problem, wir haben eine Zeitbeschränkung. Also dass Heiko immer versucht, die Folgen in einer Stunde oder anderthalb zum Ende zu bringen, zum Cliffhanger, und dann ist vorbei. Wenn man aber halt das nicht filmt und nicht jetzt gerade veröffentlicht, dann kann das ja, ist egal, wie lange das Spiel jetzt geht. Ja. Man hört irgendwo auf und steigt nächsten Abend wieder ein. Und deswegen, ich finde aber, so eine Sache ist, sich das zu trauen, die Stimme, aber auch den Raum zu nehmen. Und ich finde auch den Raum zum Beispiel für Pausen. Ja, ne? Ganz wichtig. Das heißt Pause oder sagen wir Stille, also eine mit Spannung gefüllte Pause. Ja. Dass du weißt, da kommt noch was, aber ich lasse mir Zeit. Ja. Ne? Und das in so einer Runde auch zu machen, wo das jetzt, also wir sind das gewohnt vom Schauspiel, vom Synchron etc. Mhm. Aber dass man da trotzdem versucht, ja, das Spiel auch dadurch zu füllen, durch so Gestaltungsmittel wie Pausen, schneller sprechen, langsam sprechen, akzentuiert irgendwas sagen, gibt es ja auch Spielmöglichkeiten. Vielfältig zu gestalten. Ne? Und mit den Pausen, weil meist ganz viele Leute sich ja unwohl fühlen mit Stille oder mit Pausen, da ist das einfachste, der einfachste Trick, um das quasi zu überwinden, mitzudenken. Also nicht sie bewusst zu setzen und sagen, ich spreche jetzt und habe eine Pause gemacht und warte einfach nur, bis Zeit vergangen ist, sondern zu sagen, ich spreche jetzt, und dir im Kopf zu sagen, und ich spanne dich jetzt einfach noch einen Moment auf die Folter, weil ich, oder vielleicht weiß ich auch gar nicht genau, was ich dir eigentlich sagen will, und das im Kopf aber zu sprechen und dann erst weiterzureden, weil du nämlich dann, was du gesagt hast, so diesen Spannungsbogen zu halten, du darfst einfach nur nicht abbrechen in deinen Gedanken, du musst einfach halt das weiterführen und nur halt quasi erst laut sein, dann in der Stille weiterdenken und dann weitersprechen. Dann hast du auch diese Bögen. Ja. Und sich das halt auch trauen, zu sagen, du musst nicht immer irgendwas liefern. Das ist im Schauspiel auch beliebt, zu sagen, man hat immer das Gefühl, man muss etwas machen und etwas liefern und etwas gestalten. Aber es kann genauso spannend sein, zu sagen, nee, vielleicht beobachte ich auch gerade einfach nur und nimm mir die Zeit
Und dann passiert, und dann ist ein Impuls drin. Und dann wirst du lauter. Und dann wirst du akzentuierter. Und sich das einfach zu erlauben und da zurückzugehen, wenn man Kassetten früher gehört hat, in die Zeit, wo man Kind war, nämlich zu sagen, dieses Mitfiebern. Mhm. Einfach zu sagen, ich lebe die Geschichte und ich erlaube mir jetzt zu spinnen und ich erlaube mir jetzt in Gedanken irgendwie, da hinten kommt gerade irgendwie ein Drache angeflogen. Irgendwas in die Richtung, es zu sehen. Und ja, wie du sagst, die meisten sind ja wahrscheinlich in einem vertrauten Umfeld. Einfach machen. Da hat man ja nichts zu verlieren. Nee. Denn sonst ist man halt Gesprächsthema die nächsten 5 Weihnachten. Das ist das ja auch. Also ich dachte eben auch, dieses eine Sache ist immer so Äs vermeiden. Ja. Hm? Ja. Ich denke, das hat auch mit Pausen zu tun, weil wenn man immer ein machen muss, ist es oft das Überbrücken einer Pause, mhm. weil die Stille dann sonst da so steht. Ja. Und die Leute wissen, ich will ja noch weiterreden, aber nicht, dass einer jetzt reinquatscht, ich mache mal unbewusst gleich ein Das ist, hat tatsächlich auch damit zu tun, dieses zu sagen, sortier doch lieber in der Zeit deine Gedanken und wenn dir jemand reinquatscht, dann nutzt es doch als Spielmoment zu sagen, ich wollte aber noch was sagen. Oder wie gesagt, das kann man ja je nach Situation dann machen. Aber anstatt zu sagen, behindert dich im Übrigen auch beim Denken. Bestimmt, man denkt einfacher, wenn man nicht in den Bein rumquatscht. Ich muss mir manchmal vornehmen, dass ich jetzt keine Äs mache, dann sind die weg. Ja. Und wenn ich überhaupt nicht daran gedacht habe, dann ich auch rum, aber ist ja auch wurscht. Das gehört ja auch dazu. Also es ist ja nicht, man muss es ja nicht ganz weglassen. Es kann ja auch ein Charakteristikum sein, zu sagen, also jemand, der unsicher ist und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte noch, wo ist denn jetzt, kann ja auch einfach, wie gesagt, eine Charakteristik einer Figur sein. Mhm. So ein flatteriger, fiebriger, der irgendwie andauernd reden will und nämlich genau Angst hat, dass ihn die Leute nicht wahrnehmen, der wird viel Ass benutzen. Das finde ich gut mit dem Charakter der Figur, weil es ist ja nicht nur, also wir kommen nachher noch zum Part, wo wir hier Stimmen nachmachen. Also nicht nachmachen, sondern aber kreieren. Kreieren, ja. Oder ich habe auch noch ein paar vor, die aus Hörbüchern für mich bekannt sind, die versuche ich dann nachzumachen. Aber diese anderen Stilmittel wie, vielleicht mache ich einer, der eben so unsicher ist, dann stottert er vielleicht auch mal oder macht eben viele Äs, ist sehr flatterig, dass man solche Stilmittel auch benutzt oder Akzente gibt es ja auch. Mhm. Also ich denke jetzt an, sowas wie eine Spanische Akzent vielleicht, aber es ist ja immer komisch, wenn du nicht weißt, wie du machst, ist auch kein richtiges Spanisch, ist so mein Spanisch, ist vielleicht gar nicht wirklich Spanisch. Ja, ja. Also, Spanier sagt, hahaha, geh nach Hause. Das war kein spanischer Akzent. Ja, wir hatten vorhin auch schon so mit Akzente und oder Dialekte. Also ich bin mit Dialekten eigentlich mittlerweile so, dass ich sage, möchte ich nicht mehr, weil ich komme aus Hessen, ich konnte mal Hessisch, ich bin in Bayern aufgewachsen, ich konnte mal Bayerisch, aber bei beiden ist es immer so, die Leute aus dem Bundesland sagen so, ja, netter Versuch. und das, ich finde, Akzente ist schon wieder was anderes, weil das, was dahinter steht, mit diesem Spanish, dieses S, was hier so vorne sitzt und die auch so ganz schnell sprechen können, was ich immer krass finde, wo ich mir denke, okay. Ja. Wenn man das synchronisieren muss. Ja, ich bin immer so gestresst, weil die so, man atmet hier. Aber dieses Spanish Akzent ist automatisch so ein Flamenco, südamerikanisch, da ist gleich so eine ganze Welt dahinter. Mhm. Hast du bei den Dialekten auch? Aber wie gesagt, dadurch, dass es unsere Muttersprache ist, wird es so entlarvt. Und jeder Spanier würde anders Deutsch sprechen. Also da gibt es keinen der spanische Akzent. Mhm. Sondern je nachdem, wie gut jemand Deutsch spricht, desto mehr oder weniger ist dieser spanische Akzent da. Oder russische, die rollende R. Oder, ich muss sofort an Glow denken. Sie ist bei Glow, wie heißt die Figur? Ruth Wilder. Das ist, ja, guckt euch Glow an. Dann spricht sie im russischen Akzent in der einen Rolle. Das ist herrlich. Und da ist halt einfach so diese Fremdartigkeit kommt rein. Und das kann spannend sein. Und je nachdem, ob du dieses russische R oder das spanische S machst, weißt du gleich ungefähr, was die Kultur dahinter ist und was, ob das jetzt dieses karge, russische, kalte mit Fellmütze ist oder halt dieses feurige Spanische. Und das finde ich total cool, das kann man machen. Da gibt's, also ich weiß, dass ich jetzt auch nicht alles könnte, mir fallen Nordische zum Beispiel total schwer. Mhm.
finde so italienisch, französisch, spanisch, russisch sind so, sagen wir, die Grunddinger, ja, die, so standardmäßig, die so standardmäßig sind, die man auch gut machen kann, wo ich auch sage, da fühle ich mich wohl. Ja, da rutscht mir auch mal ein Wort weg, wo ich sage, das ist dann plötzlich sehr klar deutsch, hochdeutschmäßig. Aber da darf man keine Angst haben. Also, ja. Es gibt ja in DSA, das weißt du ja nicht, der Kontinent, in dem das Ganze spielt, ist ja Aventurien, mhm, oder also die Welt. Und da gibt es eigentlich wie bei uns auch den Norden, den Süden, also das Horasreich, ja, ist weit im Süden. Und da denke ich auch, ja, da könnte sowas wie ein spanischer Akzent vielleicht sogar mal passen. Ja. Ja, und Thorvaler sind so die Wikinger, glaube ich, so in der Richtung, also nordisch. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt einen nordischen, also außerhalb, dass ich jetzt an Hamburg denke, aber einen nordischen, ja, Akzent. Das, naja, die Wikinger waren ja auch eher so, also so. Das wäre für mich tatsächlich fast eher was Richtung bayerisch. Hm? Weil so, okay, ein bisschen kauzig, bärtig, schwer. Aber das mit der Sprache, da habe ich tatsächlich auch... ich kann bis drei auf Finnisch zählen. Yksi, keksi, kolmen. Also sie haben auch so ein bisschen das Kroll-Ding. Aber ja, finde ich tatsächlich schwierig, weil die sehr, sehr nah an unserem Sprachklang sind. Ja, genau. Hm? Beim Dänischen auch oder sowas. Genau, und da ist halt da eine Feinheit zu finden, ist total schwierig. Ich weiß auch nicht, wie oft Akzente von euch jetzt genutzt werden im Spiel. Aber wir haben eine Frage, nämlich, ja, von Karl Herbst. Der hat per E-Mail gefragt, hast du Tipps, Tricks, wie man sich leichter damit tut, sich fremde Sprachakzente anzueignen? Ich habe als Meister furchtbare Schwierigkeiten, Tulamiden zu sprechen, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie man Arabisch-Deutsch spricht. Da, also, wenn ich wirklich was machen müsste und mich vorbereiten müsste mit etwas, womit ich mich unwohl fühle oder wo ich sage, da habe ich keinen leichten Zugang zu, in Zeiten von Netflix und YouTube und allem, es gibt die Möglichkeit, sich quasi Dinge im Original anzugucken. Also einfach zu sagen, guck dir, was war es jetzt, Arabisch, entweder eine Nachrichtensendung oder sowas oder irgendwelche Videos, die auf Arabisch sind, und versuch rauszufinden, was die Charakteristik ist. Also beim Spanischen ist dieses, oder auch, auch beim Französischen, dass die Vokale anders klingen. Ich habe ein schönes Auto oder sowas. Dass da die Vokallast größer ist. Also es klingt alles, wird alles gebunden. Dass man versucht rauszufinden, was ist der größte Unterschied zu unserer Sprache und das dann nutzt, um das einzusetzen. Oder in Gegenden gehen, wo auch noch vielleicht Arabisch-Deutsch gesprochen wird. Also, oder so. Also in Berlin, klar, in bietet Berlin sich an. Da hat man sowieso ja fast alles. Ich habe versucht, einen Akzent zu machen, der ist die russische, was du russische Akzent, ja, machst, ist, ich komme sofort, mache ich falsche Grammatik, irgendwie automatisch. Genau, das, aber auch das ist ja ein Zeichen dafür, die Leute, die halt aus einem Land, aus einer Sprache kommen, die einen anderen grammatikalischen Aufbau hat, werden das immer eins zu eins übernehmen. Das machen selbst die aus Amerika, also englisch sprechenden, ja, Ländern kommen, ganz häufig, die noch Sachen umstellen. Aber genau das ist ja auch was, wo ich sage, dann hast du halt ein gutes Vokabular im Deutschen, aber die Grammatik stimmt halt nicht. Ja. Und dann weißt du trotzdem, dass du woanders herkommst und nicht aus Deutschland. Aber man muss konsequent sein. Also wenn man sich dann für was entscheidet, ich glaube, es ist generell, geht es darum, Entscheidungen zu treffen, wie im Schauspiel auch. Hm. Entscheide dich und zieh's durch. Und einfach ausprobieren. Ich habe gedacht auch, wenn man sich jetzt nochmal das Ding mit, ich traue mich vielleicht noch nicht ganz, ich bin nicht sicher, probier es, ja, zu Hause aus. Natürlich. Oder nimm dich mal selbst auf, das Handy, kann das jeder. Absolut, das ist ja auch, mhm, unsere schauspielerische Vorarbeit. Ich fange auch immer so an, ich erarbeite mir eine Grundgeschichte der Rolle. Wo kommt der her? Was ist sein Umfeld? Wie ist er aufgewachsen? Freunde, Familie, alles drumherum. Und dann musst du, wie du sagst, ausprobieren. Dann wirf dich in Situationen und überleg, wie dein Charakter in der Situation entscheiden würde, wie er sich verhalten würde. Und dann kannst du, wenn du dir das ein bisschen erarbeitet hast, dann entscheidest du dich halt zu sagen, der hat einen russischen Akzent, weil von mir aus Großmütterchen und Mutterchen war russisch. Dann kannst du so die ganzen vielen verschiedenen Bausteine, die du hast, nutzen und in jeder Situation halt authentisch aus deiner Rolle agieren. Es ist sicherlich ein bisschen komplexer, wenn du jetzt, wie du gesagt hast, ein Meister bist und dann diese ganzen Rollen drumherum, die vielleicht ja auch nur mal kurz auftauchen, mhm, gestaltest. Ich glaube, da musst du tricksen. Mein Schauspiellehrer hat mal gesagt, es gibt zwei Arten, eine Rolle zu erarbeiten, entweder von innen nach außen oder von außen nach innen. Also entweder fühl es erst und spiel es dann
oder fake it till you make it. Also tu so, bis du es fühlst. Mhm. Und ich glaube, als Charakter, als Rolle, die Spieler, da musst du von innen nach außen gehen. Erarbeitest dir, sei die Figur, fühle dich und dann handle wie deine Figur. Aber ich glaube, als Meister kannst du dir den anderen Weg erlauben, zu sagen, nimm dir ein Bild, überzeichne gerne und dann tu einfach so, ja, als wärst du es. Das ist ein guter Plan. Das Überzeichnen finde ich auch toll. Ich habe noch eine Frage von Dennis Heiden. Wie kommt man am besten in die jeweilige Rolle rein, ohne dass man am Ende eigentlich sich selbst spielt? Das habe ich so verstanden, dass du vielleicht immer wieder zu dir selbst zurückfindest, weil du die Rolle oder die Stimme nicht weit genug von dir weg ist. Also eine Möglichkeit, die ich halt sehe, ist dieses Übertreiben. Ja. Und wenn ich halt was mache, was sehr weit von mir weg ist, dann ist die Gefahr, dass ich zurückkomme, sehr gering. Aber man muss auch schon dran denken, immer zwischendurch. Ja, ich wollte gerade sagen, man tendiert natürlich dazu, zu sich sehr, also wenn du dann über eine Geschichte, über den Verlauf einer Geschichte nachdenkst, wird es sicherlich immer ein Stück weit auch wieder weggehen. Aber da muss man sich zwischendurch einfach mal wieder quasi daran erinnern, zu sagen, ah stimmt, ich muss mehr Russisch oder ich denke einfach wieder an diesen bärtigen Russischen in der russischen Tundra oder in Sibirien, keine Ahnung wo, mit der Fellmütze und dann weiß ich wieder, wo ich bin. Dass man so ein bisschen wegdrifft, das passiert, glaube ich, jedem. Das passiert auch Schauspielern immer mal wieder. Mhm. Da muss man einfach, das passiert mir auch, muss ich gestehen, wenn ich Zeichentricksachen mache ab und zu mal wieder. Weil, und auch da, wobei das ist zum Beispiel dadurch, dass wir auch mal so viele machen, hattest du mir auch noch gesagt, weil ich mache das auch manchmal, so eine kleine Sprachnotiz, wie man sich was, so einen typischen Satz, ja, den eine Figur sagen würde, in der typischen Haltung, die diese Figur hat, aufzusprechen, um sich dann dran zu erinnern und das dann wie so ein, den kann man sich ja auch in Gedanken zurückrufen, wenn du so eine Catchphrase dir irgendwie kreierst, wo du sagst, das ist, wenn ich merke, ich trifte ab, dann sage ich mir den kurz still im Kopf und dann weiß ich wieder, wo ich bin. Das ist für Meister ja besonders schwierig, wenn da jetzt die Helden gehen von A nach B und dann treffen sie wieder auf die Figuren vom letzten Mal oder vom B. Also du musst dauernd switchen und dann noch eine Erinnerung haben, wie habe ich den denn angelegt? Das ist halt schwierig. Du kannst ja als Meister dann nicht schnell mal eine Sprachnotiz anhören. Richtig. Aber Notizen, irgendwie habe ich hochgemacht, kratzig, der war irre, der war irgendwie total strange oder gelangweilt. Ja. Und so. Das hilft dann vielleicht schon so als Stichwort, um wieder da reinzukommen. Genau, ich glaube, also wenn man, mir hilft es, also ich brauche visuelle Erinnerung. Mir hilft es, wenn ich mir dann halt, wenn du sagst, irre, wenn ich mir irgend so einen, der so ein schiefes Gesicht hat und irgendwie vielleicht so Fetzen am Leib so trägt und irgendwie sich komisch bewegt und so ganz lange Finger hat, dann weiß ich automatisch, also dann habe ich, könnte ich mir dadurch auch den Stimmklang besser merken. Mhm. Ja, das mit dem Bild verknüpfen. Weil ich weiß, also, irgendwie sowas. Das ist natürlich eine Herausforderung, je mehr Charaktere irgendwie auftauchen, ja, mit der Zeit. Aber je extremer sie sind und je weniger normal sie sind, desto besser kannst du dich daran erinnern. Ja, absolut. Gut, ich guck mal kurz in unser Skript hier. Wir haben ja schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gequatscht haben. Sehe ich nicht. Mal gucken. Dialekte, Haltung, Sprechweise. Ach so, wir haben gesagt Lachen. Ja. Das ist tatsächlich was ich auch von mir sagen muss. Bis man authentisch echt lachen konnte, das hat gedauert. Also bei mir auch, muss ich gestehen. Mhm. Weil man irgendwie in der Situation ist und man findet es vielleicht ja gerade nicht lustig, weil man damit beschäftigt ist, den Charakter zu halten, die Stimme zu halten, die Stimmfarbe zu halten, an die Geschichte zu denken. Und dann, das hat übrigens auch viel mit der Atmung zu tun, dann ist man vielleicht sehr weit oben, aber Lachen entsteht im Zwerchfell. Das heißt, du musst wirklich den Mut haben, zu sagen, ich lasse das da unten schwingen und ich halte nichts fest. Und ich weiß es von vielen auch jungen Kollegen, die erstmal so und du merkst, es steckt alles hier oben irgendwo fest und es tut mir dann so leid, weil es bringt einen in so einen Stress irgendwie mit Lachen. Und dann kann man aber auch, wenn man das dann mal überwunden hat, gibt es ja so viele verschiedene Arten zu lachen. Also dieses hysterische blonde Amerikanerin, was ja auch irgendwie gekünstelt ist. Aber du kannst, egal wie du lachst und wie voll du lachst oder wie fies du lachen kannst, natürlich deinem Charakter auch wieder noch eine neue Farbe geben. Ja, das ist klasse. Ich habe auch für Lysander, den spiele ich ja, ja. Ein Großautor und bekanntester Schriftsteller Aventuriens, ist Fakt. Das wird immer so bemängelt.
habe ich mir auch kein eigenes Lachen ausgedacht jetzt. Ja. Ne? Aber ich habe den, kennst du die Hörbücher von Harry Potter? Ja, teilweise. Ja. Der ist ein Charakter aus dem zweiten Band, Gilderoy Lockhart. Ja. Den hat Rufus Beck so total so, oh, Harry, 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 mein lieber Junge, komm hier rüber, schön, dass du da bist. Ja. Irgendwie so in der Art habe ich mir den gemerkt. Sehr und gut. Irgendwann habe ich gemerkt, Lysander ist so ähnlich wie er. Also ja. So vom Typ her, auch vom Angeben. Egal. ja, aber das, weißt du, mit dem Lachen, wenn man künstlich, also versucht einfach nur zu lachen, dann, dass man irgendwann dann echt, also dass es irgendwann echt wird, dass man plötzlich einen Lachanfall kriegen kann oder so, dieses Lach-Yoga und sowas. Ne? Ja, ich wollte sagen, das ist das, was also je empathischer man ist, desto, also da auch, je mehr du das deinem Körper das vormachst, es ist was total lustig, ich lache jetzt, irgendwann lachst du. Also deswegen sagt man auch, Lachen ist ansteckend. Ja. Aber auch, also auch für dich selbst, auch wenn du es dir selbst vormachst. Wollen wir mal lachen? Also einfach jetzt so ein bisschen, obwohl eigentlich gar nichts komisch ist. Ich meine, das ist total geil. Das ist Marie, komm her. Das Ding ist, wenn du so hast, wenn du wirklich lange gelacht hast, du hast keine Luft mehr. Das kannst du ja auch einfach nur so tun, als ob du keine Luft mehr kriegen würdest. Es ist toll, dich da zu haben. Ich wollte das. Ich habe erst gedacht, ich mache das alleine. Ey, wie lame wäre das gewesen, ja? Du erklärst hier, ich muss eigentlich gar nichts sagen. Ich sage nur Stichwort Lachen und du. Lache. Du ziehst und du lachst. Also, ja. Jetzt haben wir, ich glaube, wir haben so erstmal das Weiteste, was ich mir so notiert hatte, gemacht. Ja, hier eine Sache zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Szenario jetzt. Also, ich will ja noch, dass wir. Irgendwie, genau, machen wir es erstmal. Wir wollen jetzt zu Stimmen kommen. Ja. Und weil ich dich gerade da habe, musst du jetzt anfangen. Wie würdest du als Frau, habe ich mir jetzt verschiedene Charaktere aufgeschrieben eigentlich, ich habe hier das was anderes, naja, einfach müssen wir mal ein bisschen improvisieren jetzt. Wie würdest du jetzt zum Beispiel verschiedene Charaktere darstellen, das war so 3-4 Stück vielleicht mal versuchen. Ja. Und unter anderem bin ich natürlich jetzt neugierig auf eine Männerrolle. Ja. Wie würdest du jetzt einen Mann anlegen? Nehmen wir mal den bärigen, großen, starken, mächtigen Krieger, weil wir den vorhin schon hatten. Also wenn ich mir vorstelle, einen Mann, der so wirklich, also da musst du dir vorstellen, der spricht einfach tiefer. Ich meine, es ist klar, ich bin eine Frau, ich kann nicht sprechen wie ein Mann. Es würde jeder, der mich hören würde, würde sagen, eine Frau versucht zu sprechen wie ein Mann. Aber die Illusion, dass ich sage, ey, ich bin Mann und ich bin cool und ich bin stark und ich kämpfe jeden Tag und ich muss, weiß ich nicht, Wild erlegen, um meine Familie zu ernähren. Dann glaubt man mir vielleicht hoffentlich, dass ich jetzt keine so zierliche, dünne, schlanke Püppi bin. Nee. Super. Das ist... da nehme ich die ganze Energie aus dem unteren Chakra. Ah, okay, jetzt ist gut. Unter das Chakra. Einfach aus den viel tieferen Gegenden, da musst du dich fühlen. Also, wenn ich Männer oder wenn ich tiefer sprechen muss, auch vom Mikro zum Beispiel, ich stelle mich meistens recht breitbeinig hin und ein Stück weit in die Knie, dass du so die ganze Energie nach unten ziehst. Hm. Weil du sagst, in dem Moment wirst du schwerer, kriegst mehr Gewicht, deine Stimme bekommt mehr Gewicht und dann musst du dir halt vorstellen, was macht der bewegt sich vielleicht auch ein bisschen langsamer und dadurch kommen im Übrigen auch Pausen dann. Langsamer, schwerfälliger, will hier sagen, ich bin großer Mann, ich erledige wild, ernähre meine Familie, deswegen kam ich gerade drauf. Ich versuche die ganz stereotypen Charakteristika, also wirklich da auch um hinzukommen, die ganz platten Vorurteile erstmal dir ins Gedächtnis zu rufen, um hinzukommen. Und dann kann man ja sagen, dann kann man gucken, ob man das irgendwie ein bisschen verfeinert. Aber um erstmal, weil ich werde nie die 100%ige Illusion erzeugen können, dass ich ein Mann bin. Nicht? Aber wer weiß. Ich meine, es gibt auch Männer, die ja sehr weiblich klingen. Die könnte ich ja wahrscheinlich schon wieder hinkriegen. Aber... Ja, dafür ist halt die Range der Menschen einfach zu groß, halt da kannst du dich ja einstimmen. Du kannst einen schlanken Gaukler oder sowas, einen Barde. Ich bin ein Barde, genau. Das kriegst du als Mann auch wirklich super gut hin. Ja, so. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Wir können uns jetzt Aufgaben zuschustern. Sprich mal das und das. Oh ja. Weißt du? Ja. Dann sag mir mal was. Ah. Ist ja eine Fantasy, weil da gibt es ja alles, so Herr der Ringe und so ein Zeug, ne? Einen hinterhältigen, schmierigen, aalglatten Finanzeintreiber. So, ich bin wieder hier, um die wöchentliche Steuer einzutreiben, Madame. Ich sehe, habt ihr da ein hübsch gefülltes Beutelchen? Lass doch mal rüberwachsen. Ich denke, der Anteil für den König beträgt diese Woche 100%. Plus einen kleinen Zuschlag. Gebt mir doch eure Ringe noch. Den hat mir mein Mann geschenkt. Her damit! Gebt mir halt! Sehr cool. Ja, so. Sehr cool. Ja. Spontan. Machen wir mal. Jetzt mal was Einfaches. Eben hat es den Mann. Nein. Mach doch mal eine Elfenprinzessin. So eine, also Elfe ist klar, ne? Ja. Elfen sind ja ganz feine, zierliche, fast zerbrechliche Wesen. Die sprechen zum Beispiel auch nie laut. Weil es könnte ja etwas kaputt gehen. Im Gehörgang. Und eine Königin weiß natürlich um ihre Macht. Die sie aber nicht ausnutzt, um andere zu etwas zu bringen, sondern die nutzt sie zum Wohle ihres Volkes. Ach, da möchte ich gerne Untertan sein. War das eine kleine Elfe? Oder ja, das war eine etwas größere Elfe, durchaus. Ich verwirre mich selbst immer, weil es gibt bei Hook die Dings, die... Tinkerbell. Tinkerbell, die ist ja auch eine Elfe. Und bei Herr der Ringe heißen sie Elben. Oh, aber Tinkerbell ist ja viel frecher. Viel frecher. Das ist eine kleine Flicke. Sternenstaub. Kann ich jetzt fliegen? Ja. Ja, gib mir noch einen. Wir haben vorhin über Zwerge gesprochen. Mhm. Aber ich möchte nicht den typischen Zwerg, sondern den kleinen Außenseiter-Zwerg, der nämlich nicht so ist wie alle anderen Zwerge. Mhm. Ich bin gemein, ich weiß. Vielen Dank. Ich habe mir diese blöde Aufgabe gestellt. Die anderen wollen mich immer nicht mitspielen lassen. Ich wäre so gern dabei, wenn wir wieder ins Bergwerk gehen und Diamanten schürfen. Aber nie lassen sie mich mitgehen. Das letzte Mal haben sie mich zu Hause eingesperrt. Das war gemein. Aber dieses Mal habe ich mir einen Schlüssel organisiert. Die wissen nicht, dass ich auftauche. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja. Geil. Weil nämlich trotzdem so dieses verschrobene, skurrile da war, aber halt so dieses, man geht nicht ganz zu extrem rein. Ja. Es ja, gibt ja auch bei, das ist ja das, ich finde es auch ein Problem. Es gibt ja auch in jedem Volk, in jeder Rasse, muss man sagen, bei Zwergen gibt es ja den Schmied, den Kämpfer, aber auch den Alchemisten oder auch einen Sänger, weiß nicht, gibt es wahrscheinlich auch. Also da hast du ja auch wirklich die Haut-drauf-Dinger und dann die weicheren, die eben von dem Klischee weggehen, weil beim Klischee-Zwerg denke ich halt immer erstmal so, ja. Genau, ich habe mal gespielt. Rumburak Burati, mein Name, ja. Aber immer so ein bisschen so, und das ist mein Zwerg. Ja. Kann man ja machen. Und der muss ja nicht mal so deutlich sprechen, kann er im Verschleiern sehr geil. Ja. So. Finde ich auch, das ist so mein Klischee-Zwerg eigentlich. Aber genau. Das ist halt innerhalb so einer Rasse dann noch was anderes zu bedienen oder ein Krieger-Elf, der ist vielleicht auch dann ein bisschen. Tougher, obwohl er aber trotzdem eben höher ist. Genau, aber trotzdem würde er halt eine klare, akkurate Sprache haben, aber trotzdem würde er bestimmt und geradlinig sein, weil er es muss. Er muss seinen Bogen spannen und den Pfeil abschießen. Und ja, Haldir aus Herr der Ringe, ist so fällt mir da gerade ein. Der ist ja, kommt ja zum Kämpfen auch. Herr der Ringe, den kennst du? Ne? Teilweise nicht. Also ich bin da auch nicht bewandert. Ich habe es gerade neulich wieder geguckt, deswegen weiß ich es gerade wieder. Also das Haldir, genau. Das ist so, der spricht auch sehr, sehr klar und gerade. Aber trotzdem hat er dieses, finde ich, so ein bisschen sphärische oder sowas.
Ja, also ich finde, man kann sich viel Inspiration von Stimmen eben aus anderen Sachen holen. Unbedingt. Ja. Ich muss ja auch noch eine Frau mal machen. Ne? Stimmt. Heiko hat ja ganz viele Frauen in seiner der Kampagne gemacht. Der hatte die hat uns verarscht. Also die hat uns hintergangen, die war erst mit uns und dann hat sie uns plötzlich eingesperrt und hat die Wachen gerufen und hat uns ausgeliefert. Die hat er toll gemacht. Die Haare ins Gesicht hat er sich hängen lassen und dann irgendwie so ein bisschen höher. Und so. Also, wie mache ich denn eine Frau? Ich denke immer an Harry Potter, also es wird ja die Überzeichnung dann, ne? Ja. Da gibt es Petunia, Tante Petunia, denke ich immer. Vernon ist ja so, Petunia, Liebes, der ist so ein bisschen wie Kermit der Frosch. Ich glaube, das wird der Kehlich ist so ein bisschen knödel und knödelt so ein bisschen. Ja. So kann man ja auch schön singen. Ja, Harry. Und Petunia war, glaube ich, so... Die ist ganz spitzlippig. Harry, du kommst sofort nach Hause. Es reicht mir jetzt mit dir, dass du noch einmal Ausgang hast und hier Zauberei übst. Das ist nicht in Ordnung. Du gehst sofort in deinen Schrank unter der Treppe. Irgendwie vielleicht so in der Art. Ja. So ein bisschen scharfkantiger, auch höher, dass es die Brust ein bisschen weg ist. Halt. Meine Bässe müssen halt raus. Dann, ne? Ja, da ist halt, man hat halt dann doch irgendwie sein Material, was man mitbringt. Also bei Frauen würde ich immer sagen, die sind weicher und höher und aber auch kratzig oder spitz. Ja, auch, also, ne? Also man sagt metallischer. Metallischer, ja, eine gute Beschreibung. Ja. Sonst hast du ja dieses, ja, ich musste ja mal, auf der Bühne musste ich mal eine Frau spielen und habe auch einen Mann verführt, ich musste ihn sogar küssen. Wir steigen hier einfach nochmal kurz ein, weil die Kamera jetzt, die Karte voll war, komischerweise. Die war komplett leer. Wahrscheinlich kreiert die gerade einen neuen Charakter. Oh, ja. Also das muss man ja nach da oben dann auch teilweise richten. Wir hatten gesagt, am Tisch einfach ausprobieren. Ja. Ne? Ja. Sich trauen. Ja. Und genau, ja, ich wollte sagen, dass das dadurch diesen Hörspielcharakter hat und man eben, wenn ich selbst eine Stimmung erzeuge, dadurch, dass ich eben in meinem Charakter spiele und den durchziehe und auch selbst daran glaube, was ich da sage, dass ich das meine, das ist ja immer so wichtig, ne? Meine, was du sagst, dass dann die anderen sich davon anstecken lassen und die Runde halt viel intensiver wird. Ne? Du inspirierst ja auch Leute zu. Vielleicht auch in ihrem eigenen Charakter noch ausgefallener zu werden oder noch präziser zu werden. Und es entsteht einfach immer was. Ja, wir haben es ja auch in unserer Kampagne öfter gehabt, dass so richtig intense Momente entstanden sind zwischen Arlekin und Durasilas zum Beispiel. Diese Streits, die dann aufgekommen sind oder einfach andere atmosphärische Szenen, wo Heiko auch ganz toll vorgelegt hat. Und dann gehe ich raus an so einem Abend und habe auch diese Bilder im Kopf, als hätte ich das wirklich erlebt. Ja. Weil ich sehe dann die ganze Zeit die Bilder, als wenn ich nur sage, ich gehe zum Wirt und bestelle mir ein Bier. Ja, weil da musst du, also als andere Charaktere, die ganze Zeit so viel leisten im Kopf, weil du dauernd dir das vorstellen musst und dir im Kopf automatisch ja auch eine charakteristische Art, wie er es bestellt, vorstellst. Ja. Und wenn du aber überrascht wirst, kannst du in deinem Kopf ja noch viel mehr machen. Das ist einfach wie so ein Feuerwerk, was sich dann gegenseitig befeuert und inspiriert. Das macht in jedem Fall mehr Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen zum Ende. Ja. Danke an Marieke. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich auch. Gibt es irgendwas, was man sich von dir jetzt angucken sollte, was du gerade synchronisiert hast, was super geil ist? Du sagst, gucken. Also tatsächlich, du hast es vorhin schon gesagt, Glow ist so die letzte Zeit eine meiner echten Lieblingsproduktionen gewesen. Und ich folge ja Alison Bowie auf Instagram und weiß von der, dass sie gerade die neue Staffel drehen und ich freue mich schon. Die vierte oder dritte? So, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ich glaube, die vierte. Ich habe sie ja auch, ich müsste sie auch wissen, ich habe sie ja alle geguckt. Also ich glaube, die vierte sein. Ja. Ich finde die super cool. Ja. Schön. Die macht auch unglaublich viel Spaß, weil die nämlich auch in ihrer Rolle total viel spielen darf. Mhm. Allein diese erste Staffel, wo sie versucht, ihren Wrestling-Charakter zu kreieren, macht sie ja andauernd neue Vorschläge. Und niemand nimmt sie irgendwie ernst und sie darf irgendwie nicht, bis sie dann halt am Schluss Sawyer kreiert. Das war schon... Sawyer the Destroyer. Sawyer the Destroyer. Sehr schön. Ja, also, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja. Und wenn ihr nochmal irgendwie was mehr über Stimmen, Charaktere und Möglichkeiten erfahren wollt, dann schreibt nochmal eine Mail oder in die Kommentare. Ja. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Staffel spätestens. Ja. Tschüss! Tschüss! Ich probiere, ob das noch läuft. Sonst müssen wir das nochmal machen. Kein Kontrolllicht, ne? Ja. Doch, das lief noch.
So, Marieke ist jetzt schon ein paar Tage weg. Ich bin noch mal alleine ins Studio gegangen, um eure Fragen zu beantworten. Es gab noch ein paar Fragen, die nicht rechtzeitig da waren für die Aufzeichnung mit Marieke. Das war nämlich sehr spontan und war schon 2 Tage, nachdem die Sendung gelaufen war mit dem Aufruf. Deswegen hier noch ein paar Fragen von euch. Und zwar fragt Frank Neumann: Vielleicht hast du einen Tipp zur Gestaltung von Gesprächen mehrerer NSCs untereinander. Wie kann ich als Meister einen Wortwechsel zum Beispiel durch die Stimme oder Gestiken untermalen und für die Helden glaubhaft darstellen? Ja, ich denke immer, NSCs, das werden wahrscheinlich nicht mehr als 2, 3 in der Regel auf einmal auftauchen. Und dadurch, dass der Meister ja durch die Erzählung auch schon sagt, da kommen jetzt 3, weiß nicht, Söldner, 3 irgendwas, ihr seid im Gasthaus, da ist eine Gruppe von Leuten, die redet miteinander, ist ja schon mal kurz etabliert, das sind irgendwelche 3 Leute. Das heißt, man muss nicht unbedingt für jeden NSC, der auftritt, eine eigene Stimme haben. Ich denke, bei kurz auftretenden NSCs könnt ihr Stimmen nehmen, die so ein bisschen standardmäßig sind, dass einfach die 3 sich deutlich unterscheiden. Das ist das Wichtige dabei. Wie viel gestikulieren man jetzt, muss einfach gucken, was kommt, würde ich sagen. Wenn du dir als Meister natürlich schon vorher das wirklich ausdenken möchtest, wie da jeder Einzelne ist und was der für Macken hat, haben wir, glaube ich, in dem Gespräch eben mit Marieke eine ganze Menge Ideen geliefert. Aber ich würde einfach zum Beispiel die Leute wirklich stimmlich voneinander absetzen. Einer hoch, einer Mitte, einer tief, einer redet schnell, einer redet langsamer, einer hat vielleicht einen Akzent oder ein, nicht ein Dialekt, ja, ein Akzent, genau. Also zum Beispiel: Hey, gib mir doch mal ein Bier rüber, meins ist schon wieder alle. Du hattest doch schon genug getrunken. Ich meine, immer wieder trinkst du das eine nach dem anderen Bier und dann kommt noch der Wein dazwischen. Naja, aber ich weiß nicht. Wenn er noch was will, dann soll er doch noch was nehmen, oder? Gib mir auch noch eins. Ja, so könnte man mehrere voneinander abgrenzen. Wenn es natürlich zu viele werden, wird's schwierig. Dann musst du dir merken, wie war welcher. Das war, glaube ich, auch noch eine Frage hier von Timo Gersmann. Ich muss ein bisschen runterscrollen. Ich hätte direkt mal eine Frage zum Stimmenmanagement. Gibt es da Tipps und Tricks, wie man als SL oder SC immer wieder für unterschiedliche Charaktere die jeweiligen Stimmen abrufen kann? Ich hatte als SL arge Probleme damit. Als SC, der nur einen Char spielt, ist es etwas leichter. Aber gegebenenfalls wechselt man Charaktere durch oder hat schon eine Stimme im Kopf, wenn man einen zukünftigen erstellt. Leider gehen mir diese Ideen ständig flöten. Das fragt Timo Gersmann. Ja, ich glaube, da muss jeder sein eigenes System machen. Eine kleine Notiz, wenn du Meister bist, den habe ich so und so angelegt. Vielleicht, wenn du es richtig intensiv betreiben willst, kannst du dir ja auch wirklich 10 Stimmen ausdenken im Vorfeld und machst dir Farben dazu, eine kleine Notiz, wie der eben angelegt ist, und weißt dann, wenn du dann im Abenteuer bist, schreibst du nur noch die 5 dran oder die 7 und weißt dann, aha, das ist diese Charge. Die müssen natürlich ein bisschen präsent sein. Ohne Übung geht es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht weiter wild, wenn man mal durcheinander kommt. Also auch kein großes Problem. So, dann gibt es hier noch von Keno Christopher die Frage. Eine Frage, die ich an dich hätte, wäre, wie man besonders gut andere Rassen und Spezies verkörpert. Zwerge, Elfen oder sogar größere Exoten wie Echsenmenschen. Gerade als Person mit einer nicht so tiefen Stimme finde ich es zum Beispiel schwer, einen Zwerg wirklich verkörpern zu können. Vielleicht hast du da Hinweise oder Tipps, wie man das am besten hinkriegen kann. Ja, ich denke, auch mit einer hohen Stimme kannst du trotzdem eine für dich tiefe Lage sprechen. Oder einfach ein bisschen mehr, bisschen Kratzigkeit in die Stimme legen. Ein bisschen Kratzigkeit in die Stimme geht auch weiter oben. Zwerge müssen ja nicht zwangsweise tief sprechen, oder? Wenn ein Elf, hatten wir, glaube ich, mit Marieke auch kurz angesprochen, ein bisschen ätherisch, ein bisschen weicher, ein bisschen erhaben. Ich finde, die kommen auch oft arrogant rüber. Und eine arrogante Person klingt für mich weicher, ähnlich eigentlich auch einer Frau. Also wenn ich jetzt als Mann einen Elfen spreche, würde ich ihn vielleicht von oben herab die Vokale etwas langgezogener sprechen, um es gegen andere Charaktere abzugrenzen. Denn das Problem ist ja, dass ihr alle auf einmal selbst sprecht als Meister. Und wenn dann ein Zwerg auftaucht, dann ist ja schon klar, davon abzugrenzen. Niemand würde ihn mit diesem hier verwechseln. Oder würdet ihr das tun? Er könnte auch eine dünnere Stimme haben. Denn die Elfen müssen sich auch unterscheiden. Oder ihr quetscht hinten einfach die Stimme etwas ab.
Ich bin jetzt zum Beispiel nur hier oben in der Kehle. Hier unten schwingt eigentlich gar nichts mehr mit. Es wird natürlich in diesem Fall etwas hektischer, diese Stimme. Aber es kann eben ein Duktus sein, den zu verwenden vielleicht interessant ist. Und auch der Zwerg muss ja nicht zwangsweise total gedrückt klingen. Ich versuche jetzt, die Stimme einfach nur nach unten sacken zu lassen, ohne viel Druck darauf zu geben. Was ich bei dieser Stimme natürlich tue, jetzt ist mehr Druck drauf. Auch diese Charaktere würden sich schon unterscheiden. Ich weiß nicht, ob ich das für einen ganzen Spieleabend als SC empfehlen würde. Denn es könnte anstrengend werden, aber so rede ich ohne Druck, ohne Geschwindigkeit. Der hier ist schon ein bisschen fordernder. Aber, naja, mit ein bisschen Übung kannst du den auch den ganzen Abend durchhalten, was? Ja. Genau. Also, das wäre Zwerg 11. Für einen Echsenmenschen würde ich mir wirklich was ausdenken, dass der vielleicht wie eine Echse mit der Zunge irgendwas macht. Ne? Das gab es bei Harry Potter im Film. Denke ich gerade dran, Barty Crouch hatte so ein... Ne? So ein, wenn man den vielleicht ein bisschen so anlegt, dass er ein bisschen zwischendurch solche Laute macht, nicht übertreiben, denn dann wird es zu anstrengend zuzuhören und auch anstrengend zu spielen. Vielleicht zieht er nur die Luft so ein und nicht immer mit der Zunge so viel spielen, aber zwischendurch wäre es vielleicht ein Mittel. Könnte auch ganz, ganz krächzig sein oder mit dem Atem etwas haben. Aber als ST könnte ich das nicht den ganzen Abend empfehlen, so zu sprechen. Aber vielleicht hat er Schwierigkeiten mit der Artikulation. Ja, einfach nur Ideen. Tobt euch aus. Das Wichtigste ist einfach rumzuspielen und was zu finden, was Spaß macht. Und dann dahinter zu stehen. Ja, die letzte und sehr umfassende Frage, von der auch schon einiges, glaube ich, abgedeckt wurde, kommt von Merlin, hat er auf YouTube gefragt. Wie kreiert man besonders wiedererkennbare Stimmen? Gib uns dafür bitte ein paar Beispiele für einen Schmied, einen Zauberer und einen Grafen und noch viele weitere. Welche stilistischen Mittel kann man anwenden, zum Beispiel Angewohnheiten, damit die Spieler sofort den Charakter erkennen und wie bringt man solche überzeugend rüber? Welche Mittel gäbe es noch? Wie wird man vom amateurhaften Stimmenversteller zum Profi? Ich empfinde das Verstellen meiner Stimme auf Dauer sehr anstrengend. Welche Übungen gibt es, solche Schwächen auszumerzen? Ja, fangen wir mal hinten an. Mach eine Schauspielausbildung, dann wird es einfacher. Nein, also ich habe natürlich eine Schauspielausbildung gemacht und arbeite mit meiner Stimme und weiß, wie ich sie stimmschonender einsetze. Wenn ich natürlich extreme Anforderungen habe, wie zum Beispiel bei Dragon Ball als Vegeta, da werde ich auch irgendwann heiser, weil ich so viel rumschreien muss. Aber das ist übrigens eine Sache, fällt mir jetzt ein, Schreien im Rollenspiel. Du willst ja, auch wenn du jetzt eine spannende Szene hast, deine Mitspieler jetzt nicht unbedingt alle total anschreien, damit die nicht taub werden. Gerade wir beim Drehen haben natürlich das Problem, dass die Mikros hier direkt am Revers klemmen und dann würde alles total übersteuern. Da kann man einfach ein bisschen tricksen und so tun, als würde man schreien, eben mit dem, sag mal, lauten Flüstern. Ne? Also, hey, ihr da drüben, kommt sofort hierher und holt eure Scheiße hier ab! Zum Beispiel, das ist klar, dass das laut ist, dass es gerufen ist. Noch mehr schreien könnte man auch. Los, haltet den Wall! Haltet den Wall! Also ich brülle nicht wirklich laut, aber es klingt halt laut. Erzeugt so die Illusion, damit die nicht allen die Ohren wegfliegen. Nur so als Idee. Ja, das geht auf Dauer auf die Stimme, gerade wenn man nicht aus dem Bauch spricht. Man muss eben aus dem Bauch heraus Zwerchfellatmung machen. Könnt ihr am besten vielleicht nochmal googeln, um das umfassender euch da einzuarbeiten, wenn ihr wirklich daran interessiert seid. Das ist halt eine Schauspieltechnik und Gesangstechnik, dass man aus dem Bauch heraus spricht. Dann wird es weniger anstrengend. Man darf halt auch in der Stimme nicht zu viel Kratzen machen. Kratzen ist schlecht, Räuspern ist schlecht. Ich muss mich trotzdem öfter mal räuspern, weil wenn die Stimme halt belegt ist, dann scheppert es, wenn eben Schleim auf den Stimmbändern liegt. Besser ist es da aber ein bisschen zu hüsteln, einfach nur so versuchen, das mit einem Schlag der Stimmlippen, die dann eben schließen, wegzuhusten. Das schont die Stimmlippen auf jeden Fall. Also Räuspern ganz schlecht, nur im äußersten Notfall.
So, war eine lange Frage. Schmied, Zauberer, Grafen. Naja, wie willst du den Schmied spielen? Ne? Das kann ja ein jungscher Typ sein, das kann ein alter Typ sein, das kann alles Mögliche sein. Wir haben schon ein paar Beispiele gegeben. Wenn ich jetzt an den Schmied denke aus Fluch der Karibik, hier Orlando Bloom, ganz junger Typ, der klingt ja ganz normal, ne? Also kannst du auch normal sprechen. Ein Zauberer finde ich interessanter. Also ich würde dem Schmied was Kratziges geben, das so als Antwort. Ne? Ich würde meinen, hier, sowas wahrscheinlich. Einfach, um das Klischee zu erfüllen und gleich klar ist, ja, das ist jetzt ein Typ, schwer, groß, an seiner Schürze, aber vielleicht ist dein Schmied ja eben ganz anders. Zauberer würde ich wahrscheinlich in Richtung Elfen gehen lassen. Jemand, der vielleicht sehr kopfig ist. Arlekin ist ja nun auch Zauberer. Er hatte ihn aber ganz anders angelegt. Vielleicht macht er auch längere Denkpausen, was natürlich für die Mitspieler sehr anstrengend werden kann. Es gibt keine Regel, ich kann nicht sagen, so klingt ein Zauberer. Ist es ein Elf, ist es ein Zwerg, ist es, na gut, Zwergen zaubern wohl nicht so viel. Aber wir haben das, glaube ich, erklärt, du kannst einfach völlig frei dich entscheiden, einen Grafen. Ja, Grafen würde ich mir jetzt vorstellen, vom Klischee her, einer, der straight ist, der Befehle erteilen kann, der auch über allen anderen steht, deswegen die Nase so ein bisschen im Wind hat. Und vielleicht von oben herab mit seinen Untertanen spricht, aber ganz klare Befehle erteilt. Das wäre eine Möglichkeit für mich, einen Grafen anzulegen. Aber er kann natürlich auch tiefer sein und einfach nur deutlich und ungehobelt, wie dieser Graf Albio. Wäre für mich genauso in Ordnung. Natürlich hängt es auch davon ab, in welcher Situation er sich gerade befindet. Redet er so in seinem Alltag als Graf mit seinen Untertanen? Oder spricht er so auch mit seiner Frau und seinen Kindern? Oder ist er da vielleicht weicher? Du Schatz, komm. Ja, ich bin zwar der Graf, aber ich habe auch noch eine andere Seite. Was wird eben gebraucht? Stilistische Mittel haben wir, glaube ich, abgefrühstückt. Das überzeugend rüberbringen fällt mir nochmal ins Auge, die Frage, wie bringe ich es überzeugend rüber? Meines einfach ernst. Das ist eigentlich der einzige Tipp. Meines ernst, was du sagst, und versuch nicht dabei zu lachen. Dann hast du das Überzeugende. Ja, das ist der einzige Tipp dafür. Wie man vom amateurhaften Stimmenversteller zum Profi wird, ist, glaube ich, einfach üben, 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 üben. Viel ausprobieren. Hab ja gesagt, Hörbücher sind eine tolle Quelle. Ich versuche jetzt nochmal ein paar Sachen nachzumachen, die Stimmen, die ich gerne habe. Hier, zum Beispiel Kermit der Frosch. Das spricht ja einfach so. Das ist alles hier geknödelt, geknödelt, geknödelt. So kann man auch singen. Manche machen so Opern. Also wenn ein Charakter eben so spricht, fällt er sofort auf. Ist halt komisch, aber naja, wenn du ihn ernst meinst, dann klingt er halt einfach so. Ist halt eine Möglichkeit, oder? So. Und dann gibt es Dobby. Dobby aus Harry Potter, der ist so weit da oben. Das ist alles nur hier. So könnte man natürlich auch einen überdrehten Grafen sprechen oder einen, tu nicht gut, einen Barden, einen Lysander. Der ist irgendwo hier oben. So. Und dann gibt es die Möglichkeit. Vielleicht eine kleine Sache mit den Lippen einzubauen. Vielleicht der sich zwischendurch einfach immer wieder überlegt und ein bisschen nachdenkt. Weißt du auch sofort, wer das ist, nicht wahr? Dann haben wir diesen sehr tiefen, nachdenklichen Typen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber es ist alles sehr weit in der Kehle und dadurch, durch dieses Schnarren, es entsteht dadurch, dass ich die Stimmbänder, die Stimmlippen nicht so oft aufeinander schlagen lasse. Man hört, man kann es hören, selbst einen einzelnen Schlag kann man hören. Passt auf. Einen kriege ich nicht hin, aber so dieses, da bewegen sich die Stimmbänder nur ganz kurz. Das ist dann sehr weit unten und erzeugt dieses Knarzig, aber jetzt so ohne Druck. Dann hatte ich gedacht, rede ich über eine Frau. Wenn die könnte ich mir gut als Frau vorstellen, die sehr spitz ist. Und vielleicht hatte ich das auch mit Marike schon. Ich weiß es nicht. Es ist so viel Zeit vergangen seither. Aber ich mag es einfach nicht. Hier, man kann mal ein bisschen Nase reinlegen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ein bisschen nach vorne, vorne in die Nase. Ja, das wäre eine sehr unangenehme Person, finde ich.
Ich neige übrigens dazu, schnell zu sprechen, habt ihr schon gemerkt. Natürlich wäre Langsamkeit auch eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit, rückwärts zu sprechen. Das ist sehr anstrengend. So wird Mad-Eye Moody in Harry Potter gesprochen. Also ihr seht, das würde ich nicht die ganze Zeit durchziehen. Ein junges Mädchen vielleicht, ein bisschen nur höher. Harry, Harry, das kannst du nicht machen. Er ist doch schon längst hierher gekommen. Und wo sind denn alle? Ich weiß es nicht, einfach nur ein bisschen höher. Im Gegensatz zur normalen Stimme, die einfach mehr hier sitzt. Ja, Hermine, ich weiß, wir müssen das machen, aber nein, Harry, komm sofort zurück. Kleiner Unterschied, funktioniert. Und dann gibt's natürlich noch Ron, der ein bisschen tiefer ist und, naja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen weinerlicher angelegt wird. Es sind nur Nuancen, aber es ist klar, wen ich meine, oder Harry? Hermine, sag doch was. Ja, Ron, ja, ja, ich erkenne dich. Ah, die ist auch gut. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um über die Kugel zu sprechen. Die Kristallkugel, die euer aller Leben beschreibt. Wir können dadurch in die Zukunft sehen. Die Stimme ist weich und tief und für mich ist es die Erinnerung an Mrs. Trelawney, so wie Rufus Beck sie in Harry Potter dargestellt hat. Meine Interpretation und Erinnerung. Hört euch das an, wie er es gemacht hat. Grandios. Hier war ein Akzent dabei. Mr. Potter, Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass Sie dies und jenes getan haben und wir Leser möchten sehr gerne vom Tagespropheten wissen, was genau Sie getan haben. Ich habe hier meine schnelle Schreibefeder. Sie haben nichts dagegen, nicht wahr? Kann ich kurz benutzen. Also Rita Skeeter hat einen englischen Akzent gehabt. Why not? Irgendwann ist auch Rufus Beck mal, glaube ich, die stimmliche Vielfalt ausgegangen, aber er hat, glaube ich, an die 100 oder was Stimmen gemacht und irgendwann hat er auch auf Dialekte zurückgegriffen, was natürlich im Buch nicht drin stand, aber ja, ist eine Möglichkeit. Ach ja, Artemis Fowl mag ich auch sehr. Gott. Sie werden das nicht tun. Ich habe mich hier mit Ihnen getroffen, um Ihnen zu sagen, dass Sie keine Chance haben. Mein kluger Geist steht weit über allem, was Sie in der Lage sind zu tun. Und Sie werden nun Butler Ihre Karte aushändigen und gleich Ihre Waffen dazu. Artemis Fowl ist etwas nasal, etwas höher und vor allem überlegen. Dann gab es Mulch Diggums, den ich immer so spreche mit einem breiten Mund und der hat doch etwas Bayerisches in seinem Duktus drin, aber nein, es ist ja noch nicht ganz Harry. Artemis, komm sofort hierher zurück. Also das ist für mich ein bisschen Mulch Diggums. Der ist auch anstrengend, aber hat doch etwas Lustiges in seiner Stimme, nicht wahr? Aber ich muss ihn noch ein bisschen mehr nach hinten, ja, so. Artemis Fowl. Ja, ich bin hier in Artemis, in den Foul Manor. Ich habe mich von unten durch die Kanalisation reingebuddelt. Ja, warum auch nicht? Also jetzt glaube ich, so ungefähr habe ich ihn mich erinnert. Auch Rufus Beck, grandios. Ein großes Idol, großes Vorbild. Artemis, haben Sie schon wieder etwas ausgefressen? Das ist Commander Root. Für mich in der Erinnerung, also eine Stimme, die ich gut abrufen kann. Er ist immer sauer und verrückt, ja. Und Foley hatten wir, glaube ich, hatte ich mit Marieke gemacht, ne? Dieses ja, Artemis, der wird immer zwischendurch und ist immer sehr hoch. Ja, Artemis, ich werde Ihnen sogleich eine Kapsel nach oben schicken. Ja, also ein sehr extremes Stilmittel, aber funktioniert auch geil bei Artemis Foul. So, Leute, ich bin jetzt auch durch, glaube ich. War ein langes Programm. Schreibt mir, ob es euch was genützt hat. Ich hoffe es. Hat mir Spaß gemacht. Findet noch ein paar neue eigene Stimmen. Und ja, dreht doch mal ein Video drüber. Oder schickt uns ein paar Audio-Files, was euch eben so einfällt.
Das Gasthaus ist für heute wieder vorbei. Bis zum nächsten DSA-Dienstag. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.